Ich sortiere gerade ein paar Sachen aus. Ich glaube, die größte Hose, die ich hatte, in Größe 56, habe ich gar nicht mehr, beziehungsweise weiß ich gerade gar nicht, wo ich die habe. Vielleicht erinnert ihr euch, dass ich auf meinen vorher Fotos immer dieses T-Shirt anhatte. Wenn ich das jetzt so hinhalte, sieht schon so riesig aus. Ein geliebtes Chibo-T-Shirt, das auch damals mit das, also es ist ja so, wenn man dann immer breiter wird, man hat irgendwann nur noch zwei, drei Teile, die man sich so richtig traut, draußen anzuziehen, indem man denkt, dass man einigermaßen akzeptabel aussieht. Und das war für mich dieses T-Shirt. Wahnsinn, oder? Ich zieh's mal an. Da könnte ich wirklich noch eine zweite Person mit reinstecken. Oder das hier, 52, 54. Ich meine, die Oberteile ziehe ich immer noch ein bisschen länger an, weil mich das auch nicht stört, wenn die mal ein bisschen lappern. Aber das ist eindeutig zu groß. Ja, es wird Zeit, dass ich meinen Kleiderschrank ein bisschen aussortiere. Das ist das Hosenmodell, das ich damals in allen Größen, das ziehe ich tatsächlich auch jetzt noch an. Das ist meine Go-To-Cargo-Hose, weil es ein schönes zweites Bein hat vom Grand Prix. Habe ich in Grau, in Schwarz. Habe ich jetzt von Größe 46 bis 56 alle gehabt. Das ist eine aus meinen größeren Zeiten. Meterweit zu groß, trotz Liebedem. Ich hoffe, da passe ich nie wieder rein, denn die war damals eng. Wenn ich noch mehr solcher alten Schätze in meinem Kleiderschrank finde, mache ich gerne noch mehr solche Videos. Macht das auch mal, wenn ihr wieder das Gefühl habt, es geht nichts voran oder ihr seid nicht so happy damit, wie ihr aussieht. Macht euch immer bewusst, wo ihr herkommt. Und seid stolz auf euch, genießt euer Leben, macht immer das Beste draus. Bis dann.